Vorlauf von der Ursula-Maschine, wenn sie den Trainer und das werden wir sehen nachher. Läufen in 10 Minuten. Geht's los! Ja, ich bin gut. Ja, ich bin gut.
kleine Mannschaft von Johannes von Mandach in wenigen Augenblicken unser Spielfeld betreten. Begrüßen Sie sie mit einem grossen Applaus. Allstars und der FC Aarau.
gesehen vom neuen Mann vom FC Aarau, dem Brasilianer Leo. Er ist vom FC Sion. Sandro Bursi und später sofort sehen, eine andere Rolle. Heute spielt er mal in der Verteidigung. Und wer weiß, vielleicht ist das eine Lösung, eine Position zur Zukunft. Die grosse Chance für den FC Aarau. Nur der Leo. Come on.
Besser und wieder. Ist der Mann mit der Nummer 36, letzter Balzi, der Leo Itaperuna. Thank you.
Goldstars zusammen trainieren in dieser Zusammensetzung, die wir miteinander gespielt. Urswunder, Schummerwerder hat also nicht viele Möglichkeiten gehabt, in der Vorbereitung die Mannschaft zusammenzuschweissen. Aber bald ist eine Viertelstunde vorbei und immer noch kein Goal passiert. Thank you.
So, vielleicht sehen wir jetzt die erste Torchance für Nutzlas. Freistoß. Unterbrechung, Trinkpause. Sie spüren es ja selber, es ist ziemlich warm. Und darum hat der Schiedsrichter die Möglichkeit, das Spiel kurz zu unterbrechen. Das macht der Johannes von Anfang an. Ja, 21 Minuten gespielt, immer noch 0 zu 0. Vielleicht für die, die ein bisschen später vor sind, ich habe schon mal gesagt, das ist das zweite All-Star-Game. Vor einem Jahr hat es die erste Begegnung gegeben, dann hat der FC Aarau 3:1 gewonnen. Halbzeitstand damals 0:0. Das war der Nachschuss von Leo. Dritte Möglichkeit für den Brasilianer. Thank you.
auch hinten aus, haben wir jetzt gesehen, zwei, drei Mal. Das freut den Trainer. Franka. Und jetzt ist das die erste Chance für den Topscorer vom FC Aarau, von der letzten Saison, für den Patrick Rossini. 14 Mal hat er geschossen letztes Jahr. Frau von Kubi. Die Verrührte. Abschluss von den All-Stars mit der Nummer 13, der Kubi Kürsat Kibar vom FC Greiniker. Die Seite braucht nicht viel Chance für das Tor. Danke, Trier, Kopfball, ja. Aber immer noch statt 0 zu 0, bald ist eine halbe Stunde vorbei.
dritte Nickball für den FC Aarau. Schluss von Michael Siegfried, einer von den Neuen für den FC Aarau.
Abschlusstee vom Festspieler vom FC Aarau, Kofi Franco Atschu. So Spaß war bei der Stimme. Jetzt ist die erste Prüfung für den Steven Deana im Goal vom FC Aarau. Der Freistoß. Thank you.
Minuten ist abgebrochen. Chance für Aarau. Zoran Josipovic gewinnt sie. Mit einem Reckball. Er hat für Schiedsrichter Janis von Mandrachs ausführen. Das ist die letzte Möglichkeit für Aarau. Das ist der Pausenpfiff und Schiedsrichter Johannes von Mandach. 0-0 steht. Ein Achtungserfolg für Allstars. Verabschieden Sie sich mit einem grossen Applaus in die Kabine. Ich glaube, man hat vor allem das Duell zwischen dem Leo und dem Livio. Leo, ein brasilianischer Stürmer vom FC Aarau. 4 Chancen, ein Lattenschuss. Und dem Livio Buxer, ein Goalie. Gute Allstars, er hat es also geschafft, sich kostet. Reinzhalten, 0-0 steht es zum Hause. Und ich bitte jetzt alle Autofahrer, die ihr das Auto da hinten in der Einfahrt parkiert haben, bitte machen ihr den Platz frei. Stellt euer Auto auf und auf die Wiese, machen einen kleinen Spaziergang, kommen zurück. Aber so ist es dann für alle Beteiligten besser, wenn die Einfahrt frei ist. Herzlichen Dank.
Sie haben keinen Eintritt müssen zahlen für das All-Star-Game. Aber es gibt am Anfang eine Juniorenklasse. Und es wären alle froh, wenn es nicht ein bisschen möglich wäre. Also, haben Sie es dort erst zu etwas kriegen. Das wäre super. Herzlichen Dank. An dieser Stelle noch ein paar weitere Durchsagen. AXPO, Presenting Partner von AFV All-Star Game, wünscht Ihnen weiterhin viel Vergnügen, gute Unterhaltung und ein spannendes, faires All-Star Game, wie wir schon in der ersten Halbzeit sehen. Der Aargauer Fußballverband bedankt sich bei den folgenden Sponsoren und Partnern für ihr wertvolles Engagement. Swisslos Sportfonds Aargau, Promo Print AG, Europcar, aargauhotel.ch, Bürokonzept Schaller AG und Konica Minolta, Medical Partner Mac and Motion, Ausrüstungspartner Gepard und natürlich verdanken wir uns bei der AXPO, dem Presenting Partner vom heutigen All-Star-Game und Hauptsponsor vom Aargauischen Fußballverband. Der Aargauische Fußballverband und der SC Senger bedanken sich für folgende Matchball-Sponsoren: Tourismus Region Brugg, Renovo GmbH Niederbösgen, Sportwohl GmbH Grenichen, MSL Eventtechnik Meisterschwander. Weitere Matchball-Sponsoren: Fritz Kanalservice Kam, Albanisch Dornlandsburg, Arbeiterstrandbad Tendil, Rohrreinigung Huser, Elektrohorter AG Singer, Generali-Versicherungen, UBS AG, Campasus Sicherheitsdienst Megewil und Pascal Weber Gartenbau Singer. Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
So, die Spieler kommen langsam wieder auf den Platz zurück und die Kampen aufstehen zum FC Aarau in der zweiten Halbzeit durchgehen. Es wird ein komplett erneuerte Mannschaft. Sie wohl wird der Lars Holt spielen. In der Verteidigung für den Perrier kommt der Mehinic rein mit dem 44. Für den Carlo, der Marco Corati mit dem 5. Für den Bunki mit dem 4. Der Stefan Bell. Und für den Triumph mit dem 34. Der Raul Wieger. Für den Hammerich im Mittelfeld kommt der 16. Der Oliver Jäckle. Für den Soran Josipovic kommt mit dem 20. Der Harold Tassar. Für den Leo mit dem 77. heute Peralta. Und für den Patrick Rossini mit dem 99. Cerocchi. Drei-Wechsel mit den All-Stars. Ein neuer Goalie. Mit der Nummer 1. Wir sehen Gabriel Herzog vom FC Schmidt. Mit der Nummer 2. Der David Kritschak vom FC Gonterschwil. Ja, es ist der Sohn von Darius Kritschak, Meister mit dem FC Aarau im Jahr 1993. Und an diesen Sachen, wenn der Sohn jetzt schon spielt, merke ich mich anders nicht. Und dann noch der letzte Wechsel mit dem 13. Augusten, Kibar. Und es kommt wieder mit dem 9. der Turin Ibrahimi vom FC Fritz. Alles ist bereit, jetzt dann für die zweite Halbzeit. Viel Vergnügen, viel Spaß für Spieler und Ihnen, den Zuschauern. Zusatzinformation, der Lars Holt, der Goalie, der jetzt für den FC Aarau zwischen den Posten steht, der kommt von da und SC Segen. Schiedsrichter ist nach wie vor der Johannes von Manda, die Assistenten, der Marco Di Flasio und der Anthony Venatius Venus. Die Auswechslungen bei den All-Stars habe ich Ihnen schon gesagt. Ibrahimi für Kiban, dann Herzog für Buxer und Sprintschak für Boss. Drei weitere kommen noch dazu. Longo Schönenberger hat auch noch mit der Nummer 8. Dino Hocic von FC Grenichen eingewechselt für den Damic. Mit der Nummer 11, der Albi Gaschi von FC Eagles Aarau für Nummer 15, der Dolph Jiri Santos und mit dem Teufi, der Marc Wehrli vom FC Grenichen für Nummer 16, der Erik Lanz. Ich bin nicht im Sieger,
Der SC Singen und der Aargauische Fußballverband bedanken sich bei 900 Zuschauern. Gabriel Herzog. Und die Zuschauer unter anderem auch der Peter Alexander auf der Profitliste. Darius Kitschak, der war nicht in der Meistermannschaft von FC Aarau in 93. Der ist erst 2 Jahre später gekommen. Und der Peter Alexander, auch er muss es wissen, er hat damals den FC Aarau zum Meistertitel geschossen. Mit 7 Toren. Danke, Peter. Ja, das ist die größte Chance für die Allstars im ganzen Spiel bisher. Da geht sie der Aldi Taschi.
soll es so kommen, dass einige Leute müssen Pipi machen. Seht ihr nicht hinten? Das ist denn vorne am Eingang. Nicht ganz unwichtig, die Information. Thank you.
Rechts die Möglichkeit. Schieben der rechte Aarau. Der Warhol Passar hat sich gehabt. Aber es ist immer noch. So nun. Und für Eckbach. Für den FC Aarau mit der Nummer 4, der Stefan Bell, ein Verteidiger also. Schuss 1-0 für den Challenger. Eine Stunde lang hat das Team von Lotto Schöneberger für eine Gegenwehr. Heute geht's, ist es also gefallen. Das erste Goal für den FC Aarau. Ja, man kann sagen, das war ein typisches Bell-Goal. Standardsituation, da war schon immer gefördert. Das hat er auch heute jetzt bewiesen. Die Parade von Gabriel Herzog. Eckball Nummer 7. Thank you.
das heute schon gesehen. Typische Schwalbe. Typische Schwalbe. FC Aarau wechselt aus. 21 und 37 Günther Mats Hammerich und der Kofi Franco Achu. Ich kann Ihnen gerade sagen, wenn die zwei neue sind. Michael Pernier ist noch reingekommen und Zoran Josipovic. Ein Wechsel bin ich in der Schule. In der Allstars ist wieder 15, in der 11. Jeri Santos vom FC Ottmarsingen wieder reingekommen. Und raus ist Marc Krindli vom FC Spreiderbach. Unterbrochen, Sie sehen es, zwei Spieler liegen am Boden. Offenbar mit den Köpfen zusammengeprallt. Thank you.
kann bei beiden wieder weiter. Zum Glück für den Ibrahimi und für den Stefan Rey. Der Torschütz zum 1:0. Und es kommt zum ersten Eckball für die All Stars in der 71. Minute. Gute Besserung. Rink kommt mit der Nummer 2. Marco Thaler wieder in die Mitte. Da ist er am Ball. Yeah!
Czarocki heißt. Uiuiui. Ganz gut auch, ganz wenig Feld.